Now sissy that wow. Es ist der Auftritt des Jahres. Das Sessionshighlight für die Palm Beach Girls. Die Halle bei der Arena Alaaf in Leverkusen tobt bereits, während Backstage die Aufregung steigt. Also ich glaube von der Skala von 1 bis 10 eine 12 auf jeden Fall. Also es ist pure Aufregung, Adrenalin, aber auch super viel Freude. 4000 Leute, dann sind super Bands vor uns dran. Also das Publikum erwartet, denke ich, schon was. Nichts kann sie heute davon abhalten, gleich auf der Bühne zu stehen. Nicht einmal eine fiese Erkältung. Es ist natürlich einer der großen, sehr großen Auftritte, den man eigentlich gar nicht verpassen darf. Und das muss halt einfach sein. Da kann man das Team auch nicht im Stich lassen und muss halt einfach, auch wenn man halt nicht ganz fit ist, trotzdem halt mitmachen. Und der Puls steigt nicht nur bei den Mädels, sondern auch bei den Trainerinnen. Es ist tatsächlich schlimmer, als wenn du da tanzt, weil du weißt, du kannst jetzt als Trainer nichts mehr tun. Du musst jetzt darauf vertrauen, dass das läuft. Das ist hart, ja. Noch ein Foto mit Querbeat, eine kurze Traineransprache und der obligatorische Teamhuddle. Dann kann es endlich auf die große Bühne gehen. Wir haben für euch jetzt 30 Mädels, die Kabarett tanzen und Kabarett fühlen. Die Arena Alaaf ist bereit für die Show der Palm Beach Girls. Ladies and Gentlemen, the Palm Beach Girls. Willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett, oh Kabarett, to Kabarett. Dieses Jahr steht alles im Zeichen von Kabarett. The show must go on. Keine Story, keine Tiere, Entertainment in seiner Klassik-Variante. Show pur. Und dann habe ich echt überlegt, so, jetzt machst du was, was auf sie persönlich zugeschnitten ist. Girl, weiblich, Mädchen. Wir sind ja auch stolz darauf, so eine Girl Group zu sein und haben einen Haufen wunderschöner Mädchen. Und genau das soll gezeigt werden, dass einfach dieses Showgirl rauskommen darf und dass sie eben auf der Bühne sich und ihre Weiblichkeit einfach präsentieren kann. Und genau dieses Showgirl-Dasein lieben und leben die Mädels auf der Bühne. Weil es halt eben dieses Klassische ist, auch dieses sehr Feminine, dieses Unantastbare, auch so ein bisschen sexy. Es ist halt einfach dieses Thema, dieses Elegante auch, was ich sehr besonders finde dieses Jahr. Okay, Girls, let's show them how it's done. Let me hear you say, dabei darf es auch mal etwas kokett und burlesk sein. Wir spielen damit. Ne, das ist ja, es ist Parodie. Ja, man darf nicht verwechseln. Es gibt immer so die Kritik, ach, viel zu nackt, viel zu obszön. Es ist nicht in echt nicht nackt, das ist Hautstoff. Es darf sexy sein, aber mehr nicht. Und ich mag genau diese Stellen, an denen jetzt irgendeine Überraschung kommt und sei es nur jemand, der in so einer in so einem Korsett da plötzlich rauskommt und sich zeigt und hallo, hier bin ich. Die Show kommt beim Publikum an. Erleichterung bei den Kabarett Girls. Hammer. Unbeschreiblich, war super. Also wie ich es erwartet hatte. Das Publikum hat super mitgemacht, die Stimmung war mega. Soweit ich weiß, hat auch fast alles geklappt. Also
hat sich alles mehr als gelohnt, war toll. Oh Gott, das war schlimm. Also gut schlimm, aber sehr aufregend. Sehr viel Energie und sehr viel Adrenalin vor allem, ja. Sehr krass. Wahnsinn, also wir beide sind jetzt erst hochgekommen und waren vorher bei der jüngeren Gruppe. Wir haben wirklich noch nie vor so einer Menschenmasse getanzt, also ich fand das ja schon unbeschreiblich, wirklich. Auch wenn kleine Opfer gebracht werden mussten. Ja, ist jetzt schon, glaube ich, die vierte Strumpfhose oder so. Ja, aber was macht man nicht alles fürs Tanzen? Und was sagt Trainerin Astrid? Ja, war so, das Feedback war auch gut. Also ihr geht glücklich nach Hause. Doch, auf jeden Fall. Wir von der LAV können nur sagen, Palm Beach Girls, einfach nur genial. Ah, was die da auf die Beine bringen. Weiter. Ja klar, absolut. Ich habe 30 Jahre selber getanzt beim Thomas Schnauzer Ballett und ich weiß, was die Mädels machen. Und die machen einen geilen Job. Dankeschön. Schnell noch ein Süppchen und natürlich ein Kölsch. Und ab zu den nächsten Auftritten. Denn wie heißt es so schön?